Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Agrarian Skies Hardcore Quest. So, ich bin wieder da. Na, was heißt wieder da? Für euch ist ja kein großer Zeitpunktunterschied gewesen. Denn, ich musste eine kleine Aufnahmepause machen. Ich bin nämlich krank. Und zwar immer noch. Das ist der Punkt. Allerdings bin ich gesund genug und meine Stimme ist belastbar genug, dass ich mir jetzt ein paar, Aufnahmen... gönne oder mich abringe, je nachdem, wie wir es betrachten wollen, um euch eine tägliche Videobasis zu genehmigen. Denn, ich habe Hals-Nasen-Probleme und, ich hoffe, man hört's nicht allzu sehr. Ich bin mittlerweile schon wieder auf der Weg der Besserung, hab mich jetzt auch gerade mit Nasig zugebombt und, es geht mittlerweile wieder. Aber ich hoffe, dass man sich, dass man nicht zu sehr anhört, aber ich werde es jetzt hier ein bisschen ruhiger anlassen, das heißt also, entschuldigt, wenn ich jetzt nicht so die Halligalli wie sonst mache. Aber gut, während das Ding hier mit der Anzeige hier explodiert und gemütlich vor sich hin auströpfelt, habe ich vor, nämlich diese ganze Auslauf-Automatisier-Geschichte etwas effizienter zu gestalten. Und zwar, wir benötigen einen Haufen ME-Kabel, Fluid Storage Bus und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Die werden wir benötigen und wir werden sie da oben an die Decke pappen. Fand ich jetzt gar keine so schlechte Idee. Das sollen nachher Früchte werden, von der Optik her. Aber die Kabelanzahl wird nicht reichen, das sehe ich jetzt schon. Und ja, dann wollen wir auch mal uns gleich dran setzen. Ihr werdet schon dann sehen, was ich dann meine. Na, komm schon, ein Stückchen schneller. Oder ich mach's auch andersrum oben, da geht's schneller. So. Und tada. So, weiter runter. So. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich hier noch gar keine Leitung hochgelegt habe. Nein. Okay. Das heißt... Komm, lande auf das Stäbchen hier. So, brav. Dann mache ich hier mal das Ding aus, damit ich hier schön hupfen kann, ohne dass mir ständig das Chatpack angeht. So. Bin fast schon auf der richtigen Höhe. So. Ja, das ist schon mal nicht ganz so weit daneben. Mache ich hier ein Käbelchen hin. So. Das Lava werden wir auf der Ebene höchstwahrscheinlich nicht mehr brauchen. Vor allem, da wir jetzt das Lava durch die ME-Kabel ziehen können, brauche ich eigentlich dieses Lava-Kabel brauche ich so an sich nicht mehr. Ich könnte das eigentlich durch das ME-Kabel ersetzen. Aber bevor wir nicht eine anständige Anzahl an Ressourcen haben, mit deren Hilfe wir auch die ganzen Exporter und Storage-Dinger dazu bauen können, Fluid-Storage-Dinger, werde ich das erstmal noch ein bisschen hinten anstellen. So. Ah, ich sehe schon, die Kabel werden jetzt schon alle. Das wird lustig. Komm schon. Ah. So. Komm schon. So, jetzt hat. Dann werde ich jetzt schon mal ein paar überlegen. Ich werde jetzt erstmal 4 Storage... Fluid-Storage-Bus bauen müssen oder herrichten müssen. Fluid Storage Bus, davon brauchen wir hier ein paar. Und zwar wäre doch eigentlich mal 4, dann ein paar Kabel sparen wir uns noch auf. So. Dann benötigen wir die Matrizen. Ja, das reicht nicht. Ah, verdammt, beide Maus! Nein! Ist schon wieder ein Haar im Laser. Nein! Ich hoffe, jetzt ist wieder weg. Okay, passt. Wenn meine Maus nämlich ein Haar in der Optik ist, dann wird mir immer eine Achse von dem System weggeschmissen. Und das ist ein bisschen unpraktisch. So, was war nochmal, was hier aus ist? Genau, die Chips. Die Chips an sich waren das Problem. Dann bauen wir auch hier gleich ein... Ja, das Messer fehlt. Okay. Nein, hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich nicht hin, werter Kollege. Hier. Nein, das wird auch nicht, weil ich möchte mir die Nether-Quartz-Geschichten sparen. Crystal-Quartz, das ist viel besser. Machen wir gleich ein paar mehr. So. Werden wir im Laufe der Zeit allgemein mehrer brauchen. Nein, kein Kupfer. So. So. Die sind für mich. Jetzt habe ich den ganzen Stack noch gemacht. Nein! Dann kann ich hier schon mal ein paar Nein schmeißen auf Lager. Sehr schön. Dann brauche ich jetzt hier mal die Chips wollte ich machen, genau. Hips. Heißen die überhaupt so? Nee. Die heißen so nicht. Verdammt, ME.
Darf ich bitten? Dum, da, dum, 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 da sind's. Machen wir mal so viel wie wir können. 26, sollen wir nicht sterben. Dann haben wir hier drei Brenner. Dann müssen wir das auf drei aufteilen. So, zwei kriegen ein paar mehr. So. Immer schön effizient halten. Davon werden wir nämlich allgemein ein paar mehr brauchen. Jetpack lade ich nebenher auf, während ich hier stehe. So. So, dann haben wir schon die ersten paar Chips, die wir schon verarbeiten können. So. Fluid. Und zwar, damit ihr auch ein bisschen Bescheid wisst, ich habe vor, oben an die Decke diese, wie heißen sie jetzt nochmal, diese Storage Blocks, Fluid Storage Blocks von Open Blocks an die Decke zu klatschen, weil die werden sich dann nach und nach mit der jeweiligen Flüssigkeit füllen, von dem, was ich da setze, und das werden dann so bunte Blöcke an der Decke. Und die würde ich dann zum Beispiel, nehmen wir mal Eisen, was ja rot ist, mit Blood Leaves verzieren und so weiter. Sieht nach meiner Meinung jetzt nicht so schier aus. Zumindest kann ich mir Schiereres vorstellen. Und solange das hier eine Option ist, ist es der Punkt. So, dann machen wir hier auch ein paar mehr davon. Eigentlich könnte man so einen ganzen Stack machen. Und schon geht mir das Ganze aus. So, machen wir hier einen Stack. Machen wir gleich drei davon. Die schmeiße ich dann hier gleich in den Ofen. So. Das muss ich auch irgendwann mal automatisieren. Ich muss allgemein ein paar mehr Öfen aufstellen. Aber das werde ich dann eigentlich schon so in nächster Zukunft tun. Das muss ich mir jetzt auch noch so beibehalten. Beibedenken. So. Nenne ich Luiz. Fluid. So. Hier. Brauchen wir vier Stück. Und hier brauchen wir dann die restlichen. Oh, wir brauchen einen Eimer. Nein. Verdammt. So, und die restlichen schmeißen wir weg. Nein! Verdammt! Nein! So. Könnten wir es eigentlich aus Alu machen. Machen wir gleich ein paar mehr auf Vorrat. So 10 Stück. Wir werden die allgemeine Wenger mehr brauchen. Das heißt also, sie ist nicht verloren. So. Dann, ich brauche die Open Blocks Storage Cubes. Und für die brauche ich Obsidian. Ja. War ja ein Problem. Okay. Hier ist ja noch eine ganze Zeit lang voll und das tröpfelt noch vor sich hin. Dabei kann ich hier mal den abbauen, um den ersten schon mal oben hinzusetzen. Den brauchen wir noch in der nächsten Zeit. Den werden wir noch brauchen. Ich hoffe jetzt inständig, dass das mit meiner Stimme momentan nicht allzu schlecht anhört. Ich meinte, als ich vorhin Test hörte, dass das erträglich ist, es hört sich jetzt nicht allzu schlimm an. Ich kratze ein bisschen im Hals, aber es geht. Ich werde jetzt auch nicht diese 5 Parts, die ich normalerweise so aufnehmen, weil ich möchte nicht einen Rückfall haben. Das war schon schlimm genug, dass ich mir die Nebenhöhlen so zugeeitert habe. Nee, das muss nicht sein. Na gut, dann halt nur erstmal einen. Dann den ersten pflanzen wir mal. Doi, jo. Und zwar, Moment, ich brauche ja die Flüssigkeit hier. Ah, Jesus Maria, nochmal. Okay, dann muss ich hier was kurz stoppen. Du da. Den Block brauche ich da mal kurz. Sehr brav. Und zwar brauche ich jetzt noch einen Eimer. Den werden wir jetzt im Allgemeinen ein bisschen häufiger brauchen. Ist schon ein ganzer Block drin? Jo, sehr schön. Dann brauchen wir den Christian Hammer. Sögeln das wieder ab. So. Dann ist das Problem jetzt auch weniger. Aber ich möchte ihn trotzdem erstmal aushaben, weil ich weiß ja noch nicht genau... Was ist denn das? Silber? Yeah. Gerade das, was am wenigsten bringt. Von der Zeit her. Dann pflanzen wir das hier gleich mal in die Decke. Ich darf schon wieder. Moment. So. Hier, das da. Das muss da rein. Und... Pam, das kommt schon. So. Dann das Silber kann da rein. So, das wird schon mal dazwischen gelagert. Das verhärtet auch nicht aus oder irgendwas der anderen Artiges, sondern das bleibt so. Wir starven, habe ich ja schon gesagt. Ziehen wir uns ein gemütliches Schlückchen hinein. Kein Stress. Die Sorgen des Alltags weit jenseits. Wir haben sogar noch Brötchen.
Kann ja nicht schaden. Ich muss nachher sowieso noch Brot backen. Fällt mir auch gerade ein. Nein, ich habe kein Brot mehr zu Hause. Aber einen Haufen Hefe. Die muss ich noch aus dem Tiefkühlfach holen. Nein. Oh, so viel anstrengende Dinge. Alles noch zu tun. Naja. Jut. Gibt's ein paar nette Brotrezepte übrigens. Ich bevorzuge ja normalerweise diese Weißbrotgeschichten. Allerdings, habe ich die so häufig. Bin ich eigentlich auch, ab und zu ist das so ein Dinkelbrot oder ein Pumpernickel. Oh, richtig was Feines. Es gibt ja manche Kulturen, in denen gibt es ja nur diese, zum Beispiel die arabischen, da gibt es ja nur eine Fladen. Wie können die den ganzen Lebtag nur Fladen essen? Nein. Nicht mein Ding. Okay. Jetzt muss ich aber kurz mal überlegen und jetzt muss ich hier mal kurz Stop Hammer Time machen. Denn ich werde hier einen Fluid Importer jetzt benötigen. So. Und dann werde ich hier auch gleich Silber mal dran pappen. Silber. So. Dann einen Fluid Importer. Habe ich da schon was? Nee. Das heißt also hier nochmal ein Käbelchen. So, das kommt da auch gleich mit rein. Fluid Importer, dann der Import-Bus selber. Habe ich zufällig einen über... Nein, habe ich nicht. Schade. Aber eine Matrize werden wir jetzt ja auch noch schnell bauen müssen. Ich mache da jetzt einfach mal ein ganzes Stück hier. Das kann mir jetzt nicht sein, dass ich da... So. Ich habe doch gerade Matrizen gebaut. Wo sind die jetzt hin? Ne? Ach, na. Ja, Matrizen, aber nicht die Casings oder wie die Dinge heißen. Fluid Importer und zwar Interfaces, sorry. Ja, machen wir hier so ein paar Stück. Und stellen wir die auch gleich mal auf Lager. Die kommen dann auch wieder rein. Nee. Herrschaftszeiten, warum ändert sich hier das ganze Zeit? Kann das nicht einmal konstant bleiben? Ich will doch nur Sicherheit in meinem Leben. Schnüff. Naja. Und wir haben auch schon keine Sticky Pistons mehr. Sehr schön. Sehr schön. Oh yeah. Okay, aber hier der Fluid Importer, den wir jetzt benötigen. Kann ich dann jetzt hier hinten auch gleich dran pappen, nachdem der jetzt leer ist. Kann ich hier auch schon mal den hier entfernen. Und dann werde ich dann später hier so ein paar Ausflüsse hinbasteln, die sich dann mit den jeweiligen Material beschäftigen. Also mit dem jeweiligen Material beschäftigen. So rum ist die Grammatik. So ist richtig, du. So. Das heißt also, wenn ich jetzt hier einen Exporter für Ding mache. So. Es ist alles voll. Sehr schön. Dann importiert der hier. Müsste ich den Importer eigentlich auch auswechseln? Nein. Hätte ich ja doch noch einen über gehabt. Verdalle. So. So, ich erkläre es gleich gescheit. Moment. Wir haben noch ganz gemütlich Zeit kurz. So, dann kommen die zwei jetzt auch rein, weil die werden wir jetzt in nächster Zeit nicht benötigen. So. Ich erkläre es jetzt gescheit. Der hier importiert hier Silber in dieses Smeltery hinein. Die Smeltery erzeugt natürlich die Flüssigkeit. Die Flüssigkeit kommt hinein und wird vom ME-System importiert und sollte eigentlich hier oben gelagert werden. Warum tut's es nicht? Okay, ich muss mich hier mal kurz orientieren. Ah, jetzt hat der Hebel was. Und hier war falsch eingestellt. So. Ja, sieht gleich viel besser aus. Okay, das wird jetzt hier alles hier oben abgelagert. Der ME... Ja, der Storage Bus, der kann hier nur auf einer Ebene... Also, das Problem ist, da ich den Storage Bus oben dran gepappt habe, kann der auch nur diesen einen Block erreichen. Das heißt also, wenn ich hier einen weiteren Block machen wollen würde, müsste ich hier eine Pumpe bauen, die da ständig hier nach oben schoppelt. Oder ich müsste warten, bis halt einfach das untere alles voll ist und das ist dann halt Todenergie. Weil normalerweise muss der immer in der, also der Storage Bus immer in der Gravitation unten sein, dank der Open Blocks Dinge. Weil die halt eben gravitationsbezogen sind. Sollte jetzt aber weniger das Problem sein. So.
Dann muss ich jetzt nochmal überlegen, was. Verdammt, jetzt, was war jetzt nochmal mit dem Silber kompatibel? Nein, 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 nein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ich das vergessen habe. Okay, Blei und Nickel. Blei und Nickel. Blei? Blei? Nickel? Tin, glaube ich, war es auch. Und Platin mischt sich mit gar nichts, soweit ich mich erinnere. Aber gut, das sehen wir ja gleich. So. Jetzt dürfte sich das Ganze mit den Tin auffüllen und den ganzen anderen Kram. Jo. Das wird sich jetzt erstmal darin lagern, weil ich muss jetzt hier, wie gesagt, noch die jeweiligen Blocks erstellen für die jeweiligen anderen Ressourcen. Das heißt also, ich muss mich jetzt um Obsidian kümmern. Obsidian. Was, die mache ich im Wett? Die mache ich im Wett. Man kann nämlich in diesem Wett hier auch Obsidian machen. Ist allgemein relativ praktisch. So. Jetzt muss ich das halt noch schnell abbauen. Dauert jetzt ein bisschen. Moment, Iron Level. Ich brauche Iron Level. Ah, verdammt. Ich müsste jetzt mir eine bessere Spitzhacke dafür extra bauen. Ich ärgere das immer noch, dass ich unsere verloren habe. Nee. Aber gut. Karten. Okay, daraus kann ich die Strings machen, aber das warte ich erstmal noch gemütlich, bis es genug da ist. Für einen Teleporter reicht's nur einen. Apple Elevator. Ja, das mache ich mit euch dann nachher, wenn ich dann genug habe. Und dann installiere ich das gescheit und dann mache ich das nicht über mehrere Folgen hinweg. Vor allem jetzt nicht an fast Folgenende. 17 Minuten haben wir schon aufgenommen. Sehr schön, sehr schön. Und meine Stimme ist immer noch nicht tot. Passt. Soweit. Mission accomplished. So. Oh, die Woodplanks, die erinnere ich mich. Da hat mich gerade daran erinnert. Sollte ich noch ein bisschen nachproduzieren? So. Sodale. Dann ist es hier auch wieder aufgefüllt. Ich werde diese Energievernichtungsmaschine hier, beziehungsweise Holzvernichtungsmaschine, so lange noch betreiben, bis ich halt einfach eine bessere Alternative für das Holz gefunden habe. Ansonsten, ja, das ist jetzt nicht so weiter die Tragik, finde ich persönlich. Das heißt also, ich muss jetzt hier den Wett offensichtlich an Ort und Stelle behalten. Soll mich jetzt nicht weiter stören. Aber das sind diese Dinger drin. Ach, ich glaube, das ist gar nicht so. Da wird, glaube ich, nichts von beeinflusst. Glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht. Nein. Ach, verdammt. Fischöl. Naus. So muss das sein. So, leer. Empty. Die aktivieren. So. Das heißt, hier kommt jetzt der Wassertank hin. Da kommt's jetzt hinaus. Das darf jetzt hier aktiviert werden. So, wird mit Wasser gefüllt. Sehr schön. Dann wird der erste Tank auch schon mal frei. Den kann ich dann auch schon gleich unten gegen den Lavatank austauschen. Ich weiß, dass ich jetzt hier eigentlich zu Fuß renne und das Ganze von Hand mache, aber jetzt mal ehrlich, hier noch ein ME-Kabel hinlegen, das wäre, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Aber auch nur ein bisschen. So. Dann kralle ich mir hier auch gleich mal ein bisschen Lava. Hau die zwei leeren mit rein. Flupp. Passt. Sehr schön. Und da hinten ist ein Enderman. Ich muss jetzt leider nicht mehr so gierig darauf hin, mit so, ich muss jetzt nicht so wie früher mit Schaum vom Mund und Sabber im Mundwinkel dahin rennen, um meine Lava zu, um meine Enderperlen zu bekommen. Das ist jetzt nicht das Problem. Das hier ist aber ein Problem. Okay, das machen wir jetzt anders da. Erstmal kurz kontrollieren, ob das Problem wirklich bei dem Zustand, was im Rohr ist, liegt. Verdammt. So. Ja, sehr schön. Gut, hier kommt jetzt schon mal Lava reingetan und es entsteht tatsächlich Obsidian. Sehr schön. Der Tank, also das
Das Problem hierbei war, dass der Tank hier voll, der Watt voll war und dass der Schlauch voll war und daher konnte nichts rein, weil der Schlauch besetzt war. Das heißt also, wenn ich jetzt hier wieder rausmache, läuft alles wieder wie gewohnt weiter. Sehr schön. Alles läuft nach Plan. Und ich habe jetzt hier 2 Obsidian, das heißt, ich kann den ersten Tank schon wieder machen. Sehr schön. Es ist eine relativ einfache Methode, am Anfang an Obsidian zu kommen. Und auch eine relativ effiziente, muss man dazu sagen, weil sie... Ja, man verliert nichts. Ich habe gleich 2 Tanks davon rausgekriegt. Sehr schön. Dann brauche ich immer auch gleich die Fluid Storage Buses. Dann die Kabel selber. Da sind's. So. Ich glaube, mich zu erinnern, weil ich jetzt gerade, so im Gedanken alles abgehe, was ich jetzt so vergessen hätte können, dass ich, während ich krank war, vergessen habe, den einen Part aufzunehmen, den ich für... Also genau, das Intermezzo aufzunehmen. Ja, ich glaube, das habe ich vergessen. Ja, das habe ich, glaube ich, getan. Das ist meine Schande. Meine Schande, ich habe einen Intermezzo-Part vergessen. Den habe ich zwar schon aufgenommen, aber noch vergessen zu schneiden. Jetzt weiß ich, was ich noch zu tun habe. Nein! Verdalle! Infadalle! Okay, das heißt, ich muss jetzt hier mal kurz ein bisschen... Nein, Moment. Falsches Material. Nickel. Muss jetzt hier rein und hier der Tank wieder aktivieren. So, bis das Silber dann da draußen ist. So. Ah, ich muss gleich den Folge beenden. Sorry, dass ich jetzt hier, wie gesagt, etwas ruhiger bin, aber ich kann meine Stimme gerade nicht weiter belasten. Ich sehe es nämlich so an meiner Audiospur, dass ich gerade eigentlich eher etwas mäßiger unterwegs bin. Naja, ich hoffe, es bleibt immer noch relativ unterhaltsam. Aber ich habe euch geschworen, jeden Tag ein Video. Das heißt also, naja, bis ihr Opfer bringen. So, was, apropos Opfer bringen, wie schaut's hier aus? Willst du nicht mal? Was ist mal andersrum? So, jetzt aber. Oder Moment, das machen wir gleich so. Zack, Nickel. Hier, füll mir was rein. Mach voll. So. Und hier hinaus. So. Dann ist das Problem hier auch gleich erledigt. Dann füllt sich hier das Nickel auch ab. Ich habe einen Eimer Nickel. So. Komm schon. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt muss das Nickel nur noch hier unten an unterster Stelle. So, zack und weg ist es. Und es ist hier oben. Sehr schön. Gut, aber damit beende ich den Part und leite den nächsten ein. Für mich in wenige Sekunden, für euch einen übernächsten Tag. Weil morgen kommt Oddworld. Beziehungsweise was, wann auch immer ihr das betrachtet, das weiß ich gar nicht. Egal, ihr habt eine schöne Folge gehabt. Ich habe mich jetzt nicht so überanstrengt und ich habe meinen Schwur eingehalten. Vierte Gott, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part.